Ich habe mir darüber gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Wie machen wir das jetzt? Soll ich jetzt einfach mal jemanden fragen? Bereit für die Auflösung? Ja, ich muss dir eh die Schuhe kaufen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Du brauchst gar nicht nachgucken. It's me. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Und wir werden heute unseren Tag von euch auf Instagram bestimmen lassen. Das bedeutet wieder, ihr habt die Möglichkeit, einen ganzen Tag lang das zu entscheiden, was wir, Maurice, jeder machen muss, der hier in diesem Video ist. So, Leute, ich sage euch jetzt schon mal, wenn ich wieder jede Aufgabe machen muss, ist das letzte Instagram-Bestimm-Video, das ich mitmache. Damit der Anfang auf jeden Fall nicht so schlimm ist, habe ich erstmal eine Aufgabe für mich. Bevor wir rausgehen und den Tag starten, habe ich schon die erste Aufgabe. Soll ich mit meiner ganz normalen Bauchtasche rumlaufen? Oder mit meinem Faultier-Rucksack? Ist das wirklich ein Rucksack? Ihr bestimmt. Das ist so süß! Aber ich hatte irgendwie trotzdem mehr Bock, mit meiner normalen Bauchtasche rumzulaufen. Wir warten jetzt natürlich wieder wie immer 10 Minuten und schauen dann, welche Entscheidung getroffen wurde. Das Gute ist, wir können das heute drehen, weil ich habe mein Datenvolumen wieder aufgeladen bekommen. Oh, Kili-Dokili, 10 Minuten sind vorbei und es ist geworden! Natürlich der Faultier-Rucksack mit 81%. Also ganz ehrlich, das war so klar. Ich meine, wer würde auch diese normale Bauchtasche nehmen, wenn er diesen absolut flauschig süßen Rucksack nehmen könnte? Aber das war alles mein Plan, Maurice. Jetzt entscheiden wir nämlich, ob ich den tragen muss oder Maurice. Oh nee, ich habe keinen Bock auf Freddy Faultier. Es ist der Faultier-Rucksack geworden. Wie kann es auch anders sein? Aber jetzt kommt die Frage, soll ich den ganzen Tag aufsetzen oder Maurice? Entscheidet richtig. Okay. And the Oscar, ich meine, das Faultier, goes to Maurice. Los. Was ist das für ein dummer Rucksack? Da passt ein Portemonnaie rein, dann ist das Ding voll. Das ist alles, was du brauchst. Ey, das wird so scheiße aussehen. Oh mein Gott, das ist so süß. Ready to go? Nein, jetzt habe ich noch eine Aufgabe für dich. Okay, Leute, danke dafür. Es fängt ja schon wieder super an. Ich habe jetzt die nächste Aufgabe für Kim. Und zwar soll sie sich hier zu Hause schminken oder soll sie zu DM gehen und sich da mit den Testern schminken? Ihr stimmt ab. Dein Scheiß Ernst? Tja. Mit den Testern, weißt du, wie eklig das? Ja, okay. Fragen? Okay, es sind 10 Minuten um und... Ey, wehe, wehe, wehe! Du musst dich bei D&M schminken. Oh, Mann, es heißt DM! 79% dafür, dass du dich bei D&M schminken musst. Chillig, mit den Testern auch noch, das wird richtig lecker. Hey Leute, es ist so witzig, Maurice wandert einfach durch die ganze Stadt mit diesem Faultier. Es ist so süß. Ey, das sieht so witzig aus. Ey, du könntest... Warum freust du dich so? Du kannst jetzt erstmal zu D&M und dich mit den Testern voll klatschen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Bisschen Augenbrauen, bisschen Wimpern, ne? Wird bestimmt toll mit den Testern. Entscheidest du auch, was ich alles drauf machen muss? Oder darf ich das selber aussuchen? Selber, weil ich habe keine Ahnung davon. Du hast eh keine Ahnung von nichts. So, Kim, herzlich willkommen in deinem Schminkparadies. Ja, das ist mein ganz normaler Casual-Alltags-Schminktisch. Oh, das ist ganz schön dunkel. Wir nehmen hier natürlich nur das Beste vom Besten, ne? Sieht aus wie ein Tuschkasten, Alter. Was macht ihr damit? Hä? Uns tuschen halt, ne? Ist dir das eigentlich unangenehm? Eigentlich nicht, irgendwie. So richtig normal. So, eigentlich bin ich ready, oder? Reicht das? Ja, auf jeden Fall. Oh, was haben wir hier noch? Das reicht, komm. I am ready now with my face. Und wie findest du das Make-up? Zeig mal. Ja, gut. Ich habe auf jeden Fall Hunger. Du auch? Ja. Okay, lassen wir mal entscheiden. Wir waren jetzt bei DM und ich habe ein bisschen Make-up drauf. Und jetzt ist die Frage, wir wollen nämlich was essen. Sollen wir das per Zufallsgenerator-App entscheiden lassen oder von einer fremden Person? Ich hoffe nicht von einer fremden Person. Ich hoffe per Zufallsgenerator-App. Das ist auch nicht so toll. Wir müssen dann alle Geschäfte, die hier in der Umgebung sind, da eintragen. Dann kommt Kims dumme App einfach das dritte Mal zum Einsatz, wofür sie 10,99 € bezahlt hat. Aber das Beste daran ist, dass Kim sich einfach mit meinem PayPal eingeloggt hat und dass im Endeffekt ich diese 10,99 € für diese scheiß App bezahlt habe. Sorry, is it too late now to say sorry? Wir haben das Ergebnis. Es sind 78% für fremde Personen. Ich habe mir darüber gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Wie machen wir das jetzt? Soll ich jetzt einfach mal jemanden fragen? Oder wir gehen einer Person hinterher und gucken, ob sie irgendwo reingeht. Ja, das mache ich wahrscheinlich den ganzen Tag, Kim. Okay, ich frage jetzt einfach mal wen. Wo sollen wir jetzt was essen gehen? Ihr entscheidet jetzt. Vapiano? Vapiano. Okay. Maurice liebt das Vapiano. Egal, es ist entschieden. Okay, okay. Danke. Perfekt. Das ging doch schneller als gedacht, oder? Ja, es war auch so klar, wenn man vor Vapiano steht, dass die Person Vapiano sagt. Also würde ich sagen, es wurde entschieden und wir gehen zu Vapiano. Ich fühle mich gerade, als wäre ich im Urlaub, Mann. Das ist so schön, diese Blumen. Maurice läuft einfach die ganze Zeit mit diesem Faultier rum. Er merkt es eigentlich gar nicht mehr richtig, glaube ich. Oh Mann, er hängt die ganze Zeit an mir dran. Bisschen faul, ne? Übel, weißt du, wie schwer er sich macht? Ich würde sagen, wir gehen nach oben, oder?
Leute, ich bin eigentlich gar nicht der Vapiano-Fan, weil mir hier mal was passiert ist. Was ich aber nicht erwähnen möchte, weil ich dann den Ruf schädige. Aber ich bin nicht so der Fan. Aber ihr habt entschieden. Unser Vibrator vibriert. Ich würde sagen, I'm getting the pizza. And then we can eat. Ich fühle mich gerade wie so eine Servicekraft. Super, also, hast du das gemacht. Dankeschön. Ja, Mann. So, dann. Ihr habt entschieden, danke. So Leute, ich bin wieder dran und ich habe eine super Aufgabe für Kim. Und ihr könnt jetzt entscheiden, ob Kim dieses schöne, was soll das sein, Giraffen-Outfit tragen soll oder dieses schöne Ananas-Outfit. Stimmt ab. Ey, das ist beides so in Kindergröße, ne? Das wird richtig spaßig. Ach, passt du da überhaupt rein? Ich weiß es nicht. Okay, 10 Minuten sind um und es sind, knapp 53% für das Ananas-Kostüm. Oh Mann, ich wollte die Giraffe sein. Heute bist du Kim die Ananas. Kim, komm. Nee, Ananas. Ey, Maurice, kann ich atmen, Mann. Ich finde, du solltest so rumlaufen. Gibt's das noch in größer? Oh, ich hab keine Luft, Mann. Gibt's das noch in größer? Nein. Jetzt zieh mir das aus. Kim passt in das Ananas-Kostüm nicht rein. Ich darf jetzt doch Giraffenkostüm tragen. Kim ist ganz knapp drin. Das ist auch schon abgerissen an der Seite. Und mein Speck kommt hier raus. Ich hab noch nie so eine schöne Giraffe gesehen. Da steht ihr. Pass auf, dass es nicht kaputt geht, Kim. Man kann nicht ab und wieder dran machen. Leute, leider dürfen wir drin nicht filmen, aber es war gerade so lustig an der Kasse, ne? Kim sieht auch so witzig aus. Ich zeig's euch mal. Komm her, du kleines Giraffchen. Ich kann nicht atmen. So eine Oma gerade so, sie so, haben da ein Loch an der Seite. Ich so, nee, da tue ich meine Sonnenbrille immer rein. Absichtlich so. Geh mal, dreh dich mal und geh mal ein Stück. Leute, der Schwanz ist das Beste. Und jetzt zeige ich euch das Allergeilste. Hey, sie da, sie haben ihren Schwanz verloren. Hallo, gewinnt. Achso, du kannst dich nicht bücken, ne? Da musst du wohl den Schwanz da liegen lassen. Manu! Geil! Könnte eigentlich schon so Fashion Week 2023 sein. Okay Leute, ich habe noch was richtig, richtig Gutes. Noch eine Abstimmung, was ihr allerdings nicht mehr in diesem Video sehen werdet. So Leute, Kim hat jetzt dieses wunderschöne Giraffenkostüm an und ihr könnt jetzt abstimmen, ob Kim damit in den Serengeti-Park, also am Sonntag in 2 Tagen, in den Serengeti-Park als Giraffe gehen muss. Ja oder nein? Also wenn du das machen musst, dann fahren wir am Sonntag, also für euch morgen, in den Serengeti-Park und Kim ist als Giraffe gekleidet. Und den hier nehmen wir auch mit. Ey, du bist so asozial. Weißt du, wie eng es ist? Das war ziemlich eindeutig. 94% sind dafür, dass Kim so in den Serengeti-Park ist. Nein! Das heißt, wir fahren morgen und das Video kommt Dienstag. Also schaltet am Dienstag ein, dann werdet ihr sehen, ob wir es gemacht haben oder nicht. Lass einfach gucken, ob du gratis Eintritt bekommst. Ich stelle mich einfach zu den Tieren. Steffen, Giraffen lecken so an mir, weil sie mich putzen wollen. Also Leute, ich finde, zu diesem Outfit gehen die Schuhe gar nicht. Also Leute, ich habe dieses scheiß Giraffenkostüm an, es ist unnormal eng. Und Maurice findet, zu diesem Outfit passen neue Schuhe ganz gut. Soll er mir die kaufen? Ja oder nein? Fila, Disruptor, geile Schuhe. Ey, das wäre so cool, wenn du mir die bezahlen müsstest. Ne? Das wäre richtig Karma. Ja, das wäre richtig geil. Wir warten gerade noch auf die Abstimmung, aber Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Channel, damit ihr uns unterstützt und mich mental unterstützt in diesen schwierigen Aufgabenzeiten. Bereit für die Auflösung? Ja, ich muss dir eh die Schuhe kaufen. Ich hoffe es, ich hoffe es. Du brauchst gar nicht nachgucken. 98% sind für, du musst sie mir kaufen. Ja, danke Leute, danke. Egal, ich finde dafür hast du es heute mal verdient. Willst du irgendwie geschlagen werden eigentlich? Also, egal welche. Ja. Ey, wenn ich mir die hier hole, dann kann ich dir was dran machen. Also Maurice, siehst du, die sind sogar reduziert. Und ich glaube, also ich möchte die haben. Okay. Ich hatte die schon mal, aber die sind jetzt mega dreckig, deswegen werden die jetzt nochmal ganz gut. 72,90. Ja. Hey, siehst du, du hast sogar voll gespart. Oh. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Das war übrigens auch dein Geburtstagsgeschenk. So, bist du jetzt glücklich? Ja, obwohl ich aussehe wie der größte Vollspaß, ja, bin ich echt glücklich. Dankeschön. Ist dir eigentlich peinlich, dass sich jeder anguckt? Ja.
Wäre dir das nicht peinlich? Also wir sitzen im gleichen Boot, glaube ich. Hey, dieses Faultier ist aber voll geil, Mann. Es ist süß. Und ich bin nicht so süß. Ich freue mich so sehr, mit Kimmel so in den Serengeti-Park zu fahren. Das heißt Serengeti-Park? Ja, da, wo es halt die Tiere gibt. Mann, nein, nein, nein. So eine eigene Giraffe so neben mir auf dem Beifahrersitz. Die lecken einen immer so an. Also die Stadt ist am Freitag so voll und Kim wird so beschissen angeguckt. Einfach lächeln und winken. Habe ich für Madagaskar gelernt. Kim, 17 Jahre alt, hat ihre ganze Bildung aus Kinderserien. So, hier sehen Sie Giraffen in ihrer natürlichen Lebenslaufbahn. Au, das sticht voll. Es habe ich wirklich alle Leute so bescheuert angeguckt, ne? Wirklich, also so bescheuert wurde ich noch nie angeguckt. Und ich dachte mir so, hallo, habt ihr noch nie eine Giraffe gesehen oder so? Aber wirklich alle haben so geguckt, ne? Richtig, richtig stimmt. Ich freue mich auf Sonntag, wir fahren in den Serengeti-Park. Schaltet auf jeden Fall Dienstag ein, abonniert bis dahin den Channel. Es war auf jeden Fall wieder crazy. Danke an alle, die mitgemacht haben. Folge auch du uns auf Instagram, damit du nächstes Mal mitbestimmen kannst, was für eine Scheiße wir hier machen müssen, ja? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonniert, stay fresh, stay giraffe. Yeah.